bist dann? Komm doch mal zum Papa, Daphne. Put, 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 put. Ach, Daphne, Herrgott, noch mal, komm doch mal bei mir. Entschuldigung, ich will noch mal ganz kurz bei Ihnen stören. Ich bin gleich wieder fertig, ne? Wissen, mir ist mein Daphne ausgebüxt, ne? Ich war gerade Gassi mit dem Daphne und auf einmal ist fort und ich mein, es wäre hier drin, gell? Daphne, komm doch mal. Daphne, wo bist du dann nur? Du musst keine Angst vor denen bösen Leuten haben. Die tun dir nichts, Daphne. Jetzt nehmen Sie doch auch mal die Füße hoch. Ich sehe ja überhaupt nichts, ne? Ach, Daphne, wo bist du dann? Daphne, komm zum Papa. Oh, Jesus, na. Mein Daphne ist nämlich schon ganz sensibles, ja. Also früher hatten wir ja einen Kampfhund, gell, der kleine Adolf, ja. Na ja, aber hier bei der ganzen Kampfhund-Diskussion, da wollte man nicht mehr. Und da haben wir ein Ei schläfern lassen, gell, ja. Na, und dafür haben wir uns das Daphne geholt. Ach, sie, das ist so ein goldig klar Krokodilsche, ja, ne? Ja, wo bist du dann jetzt, Daphne? Jetzt komm doch auch noch mal bei mir bei, ne? Na, Sie müssen keine Angst haben, wenn das Daphne Ihnen ins Bein beißen will, ne? Das will nur ein bisschen spielen mit Ihnen, gell? Ach, Daphne, wo bist du dann jetzt? Wir dürfen doch nicht heim ohne dich, ne? Ach, du lieber Gott, ne? Ach, wo bist du dann? Daphne, woher? Jetzt komm doch auch mal bei mir schon bei, ne? Wissen Sie, wann ich nach Hause komme, ohne das Daphne, was mir da alles passiert, ne? Das wohnt nämlich an und für sich bei uns in der Badbitt, das Daphne, ja. Und ausgerechnet heute wollte meine Frau ein Entspannungsbad nehmen. Ich weiß zwar nicht, wovon die Frau sich entspannen muss, aber bitte sagen Sie, was geht schon, meine Frau, ne? Ja, ich sag ja schon gar nichts mehr. Ich frag mich, warum ein Mann wie ich, der sich nie hat etwas zu Schulden kommen lassen, dahergeht und heirat. Ja. Und dann ausgerechnet meine Frau. Ja, bitte. Ich hätte doch auch das Irene nehmen können, gell? Aber dass sie das kleinere Übel war, habe ich auch erst gemerkt, nachdem ich das größere Übel geheiratet habe, ne? Naja, und jetzt? Jetzt muss ich mir meine Frau den ganzen Tag angucken. Und ich sage mal so, je länger ich mir meine Frau angucke, desto mehr liebe ich unser Krokodil. Ne? Ja. Und die macht ein Theater, sage ich Ihnen mal, Hildrud, das kann ich nicht glauben, das ist unglaublich. Vor allem in der Küche bei uns, weil sie kann ja gar nicht kochen. Anfangs habe ich das gar nicht so gemerkt, sie. Ne? Da habe ich noch gedacht, mein Herz geht in Flamme stehen. Bis der Dr. Schnabel drauf gekommen ist, na, das ist alles nur Sodbrenne. Ja. Also ich sage mal so, gell. Hätte ich damals schon geahnt, dass er Fertiggerichte gibt, ich hätte nicht geheiratet. Ja. Ja. Was will ich da sagen? Na, ja, kann ich nicht. Meine Frau kann gar nichts, ne? Die kann nicht einmal ein Butterbrot. Ein Butterbrot, das ist doch so was Einfaches, ne? Ja, sie will einfach nicht verstehen, dass man so Butterbrot von beiden Seiten mit der Butter bestreichen muss, ne? Ja, natürlich. Die Unterlippe will doch auch was, gell? Ja. Ja. Ich sag immer, lieber was Gutes und dafür ein bisschen mehr. Ne? Ja. Naja, die Hildrud meint, das wäre nochmal mein Tod, die Butter. Ne? Aber ich sag Ihnen eins, ne? Wann ich überhaupt mal sterben muss, ne? Dann höchstens an ES, ne? Ehestress, ja. Aber hier, ich hab ja schon vorgesagt, gell? Ja, wisst ihr was? Ich will mal ein Einzelgrab. Ne? Kann ich wenigstens dann noch mal machen, was ich will. Ne? Ja. Naja. Und in den Grab dann, da soll dann neigritzt werden. Hier ruht Karl-Heinz, Klammer auf, jetzt in Frieden, Klammer zu. Ja. Er hat gelebt, er hat geliebt und dann hat er geheiratet. Ausrufezeichen. Gut. Wie komme ich jetzt auf das traurige Thema? Ach, ich habe mir von meiner Frau erzählt, gell, Janne? Hier, ich warn Sie, gell? Kennengelernt habe ich meine Frau nämlich bei einem Maskeball, ja. Hier, bis ich begriffen habe, dass die gar nicht maskiert ist, na, schwupp waren wir verheiratet. Ich hätte so zugenommen, ich wäre viel dicker als wie früher. Ne? Da fragte mir, wo ist dann der Mann geblieben, den ich mal geheiratet habe? Ja, woher soll ich das wissen? Meine Frau räumt doch immer gleich alles fort. Ne? Ja. Ja, und?
Und deswegen muss ich auch noch Sport machen. Naja, ich bin an und für sich eine sehr sportliche Persönlichkeit. Gucken Sie mich an. Ja, also, ich puzzle sehr viel. Also, das ist jetzt nicht unbedingt ein Kampfsport, ich weiß. Aber hier, da fällt einem doch auch immer mal so Teilchen vom Dach. Ne? Da muss man sagen, da ist die Spücke, was meinen Sie, wie anstrengend das immer ist. Ne? Das reicht meiner Frau natürlich nicht, das wäre viel zu wenig. Ne? Na, Karl-Heinz, muss man mal was richtig machen, mal richtig Spaß machen. Dann hat sie so mit die Dorte was für mich rausgesucht, jetzt sage ich Ihnen, hör mal auf, man konnte ja nichts sagen. Da hat sie nämlich gefunden, einen Prospekt von der katholischen Bildungstagesstätte. Und ich habe da Angebote einen Funken-Mariechen-Kurs. Soll ich, frage ich Sie, was will ich in einem Funken-Mariechen-Kurs? Aber da kann ich viel fragen bei meiner Frau, da kriege ich keine Antwort, da muss ich einfach hin. Gerade heute Mittag war ich da. Aber ich muss Ihnen mal so sagen, es macht mir direkt Spaß. Ich bin ja die Beste. Kann ich Ihnen sagen. Hier, wir haben da so ein schönes Kostüm. Also ich kann Ihnen das Kostüm ja mal vorführen. Hier, ich habe doch alles dabei. Ja, pass mal auf. Ach na, das geht ja nicht. Ich kann das jetzt einfach jetzt hier so rausholen. Wieso? Na. Jetzt warte erst mal ab, pass mal auf. Also bei denen Dänse, wissen Sie, das habe ich jetzt bei denen Dänse gelernt, da ist das alles ein bisschen anders. Da. Hier so Dänse, die machen alles mit Musik, wann ich Ihnen sage. Ne? Ja, das ist so ein bisschen dramatisch. Ne? Das muss man ja in die Szene reinsetzen. Ne? Vielleicht haben die hier ein bisschen Musik, ne? Da könnt ihr das Kostüm mal zeigen. Haben Sie mal ein bisschen Musik für mich, das Kostüm? Möchte ich mal sagen. Die Hildrud meint, es wäre zu eng. Da sehen Sie wieder, die hat keinen Geschmack. Ich soll mich so bloß in die Öffentlichkeit blicken lassen, hat sie gesagt.
Sind Sie mal ruhig. Hören Sie das nicht? Da ist doch so ein Telefon drin. Da hat doch von Ihnen jemand sein Handy nicht ausgeschaltet. Ja, da gucken Sie doch mal nach Ihrem Telefon, das kann doch nicht sein. Ach, das ist bei mir, warte Sie mal. Ja, da ist... Da, die Hildrud ist dran. Möchte ich wissen, woher die immer weiß, wo ich gerade bin. Schon wieder aufgelegt. Ja, das ist doch eine blöde Erfindung mit den Telefonen, sage ich Ihnen, gell? Ja. Also die Hildrud hat sich auf die Weihnachten ein neues gekauft, ein moderneres, hat mir ihr altes gegeben. Und dabei, ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist ein modernes Gerät, hat auch so ein Fotoapparat. Das ist auch so ein Blödsinn. Da frage ich Sie, was will ich mit den ganzen Bildern von meinen Ohren? Und ein Vibrationsalarm hat es außerdem. Ne? Ja. Da. Schon wieder die Hildrud. Sind Sie mal ruhig, ich muss gerade mal dran gehen. Ja, hallo? Ja. Ja. Ist die Hildrud? Ja. 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 Ja, wer weiß die. Aufgelegt. Also, Sie. Ein schöner Gruß von der Hildrud. Das Daphne ist inzwischen nach Haus gekommen. Ne? Und die zwei sitzen jetzt auf der Couch und gucken Fernsehen und ich wäre mitten drin. Und ihr steht unmöglich aus und ich soll zusehen, dass es von der Bildfläche verschwindet. Ne? Also dann, auf Wiedersehen. Wenn ich vorstellen darf, das ist Frieder Arndt.